Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir Zurech und einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Gameplay Video, mal wieder seit längerer Zeit. Ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt noch einigermaßen kann. Andere Spiele waren auf jeden Fall in den letzten Wochen deutlich interessanter, muss ich dann ja doch zugeben. Aber wir schauen mal, ob wir unser Bestes hier geben können. Unter uns, glaube ich. Ne, da hinten. Ne, doch, unter uns. War richtig. Hat er eine bessere Waffe? Auf jeden Fall eine Desert Eagle. Wir schleichen mal. Ah! Ah, ich war alleine nur noch. Okay, und falsch Moment weggedreht. Passiert, passiert, passiert. Nächste Runde, neues Glück. Wir machen einfach nochmal eine komplette Sparrunde. Schon okay, die Deagle. Wir spielen wieder auf der Map D-Dust. Ich mache ja meistens immer einfach Spielsuchen, deswegen sind es auch oft mal nicht immer andere Maps. Das nächste Mal, denke ich mal, werde ich aber gezielt nach einer Map suchen. Ich glaube, Nuke war zum Beispiel noch nicht so oft dran. Können auch schauen, ob irgendwelche anderen Maps da waren. Und der hat auf jeden Fall einen Headshot schon bekommen. Müssen natürlich aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Und der hat auch direkt eingefressen. Ja, Smoke wird jetzt nicht so erfolgreich sein. Na. Gut, da sind wir natürlich ein bisschen unbewaffnet mit unserer kleinen Glock. Wenn man da nicht eben gezielt schießt, dann oder sich hin und wieder mal versteckt, dann wird das damit auch nichts. Auf jeden Fall haben die ein bisschen das Interface hier umgeändert vom letzten Mal, wo wir das hier gesehen haben. Ja, da haben wir rechts auf jeden Fall schon mal immer die HP angezeigt. Alles ein bisschen schöner. Sieht auf jeden Fall recht nett aus. Und jetzt können wir uns auch mal ein bisschen einkaufen. Uns ein bisschen einkaufen. Wunderbares Deutsch. So, mit der AK sollte es vielleicht, wenn wir nicht gerade wieder übelstes Pech haben, einigermaßen gut laufen. Wir gehen direkt mal A. Ich cut das kurz hier raus. Und ich mach's schon wieder. Ah. Ich sag ja, Spieler spiele ich gerade oft. Und schon wieder mache ich Dauerfeuer. Ja. Das ist wirklich, wirklich immer noch die Gewohnheit von 1.6, ne? Die wird man echt nicht los. Solange wie man das gespielt hat. Aber man sieht's, ja. Auch auf die kürzeste Entfernung ist es nicht möglich, Dauerfeuer hier zu machen. Schöner Headshot hier. Aber manchmal, ja gut, der war natürlich auch schon gut gedamaged oben. Sieht man ja auch durch Mitgolfnarbe. So, jetzt machen wir das noch einmal und na komm, das wird jetzt ein bisschen besser. Da wurde einer gebannt. Das war jetzt wirklich nicht gut. Also wir merken uns auf jeden Fall von nun an immer auf keinen Fall hektisch werden, nicht panisch werden, schön zielen, einzelne Schüsse. Das ist Counter-Strike Global Offensive. Ach Gott. Ach. Schlechte Pose hier wieder. Schon wieder hart angeschlagen. Da plantet einer die Bombe, da sollte man dann auch einfach hingehen. Ich hoffe, der deft die Bombe. Ich hoffe, der sieht die. Sieht so aus. Keine Ahnung, wo der andere ist. Aber sieht gut aus. Die Runde haben wir geholt.
Gut, er war hinten an der Base. Wie man unschwer hört. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Wird schon irgendeinen Grund haben. Und ja, würde ich das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr spielen. Würde ich auch mal auch in der ESL vielleicht ein paar Gather mitmachen, aber... Ich glaube, da bin ich jetzt noch nicht so auf meinem Normalstand, sag ich mal. Weil ich da groß Bock drauf hätte, den anderen da... Das Spiel... Na, ich bin ja nicht schlecht, also... Das ja auf keinen Fall. Mal schauen, vielleicht... Ja, aber solche Hits zum Beispiel, das muss sitzen, ja. Dass ich da so lange rumfrieme, ja, das ist No-Go einfach. Oh, dass der mich wirklich noch wegholt, ne? Dass ich ihn nicht treffe. Ah! Das ärgert mich so sehr. Auf jeden Fall hat er die Bombe. Ist noch ein One-on-One. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, er schleicht an den Ecken und doch spurtet er ab und zu mal durch die Gegend. Sehen wir optimal. Jetzt leg auch mal die Bombe, du. Wird nicht schöner, das Wetter hier auf das. Und auch so lange mit der Flash rumlaufen. In der Hand. Gefährlich, gefährlich. Schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, was man vielleicht hier noch zu Counter-Strike Global Offensive machen könnte. Für Videos. Wie gesagt, ich habe das jahrelang gespielt, also ist nicht so, dass ich keine Erfahrung hätte. Na, der andere ist genauso verwirrt wie er. So hektisch. Da hat der Reflexschuss gesiegt. Wunderbar. So, was haben wir geholt? Nächste Runde. Wir hauen uns noch ein paar Granaten rein. Nehmen uns auch mal diesmal die Molotow mit. Wir gehen mal unten lang. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen kühler. So. Mal schauen, ob wir hier direkt einen wegholen können. Obwohl ich ja nicht gerade bisher bewiesen habe, dass ich... Boah, da ich den gerade da nicht getroffen habe. Das war ja wirklich Premium-Fail. Ja, die sind auf jeden Fall hier oben und so ein bisschen... Bisschen Angst. Der wurde an der weggeholt. Jetzt hier. Da schaut er nicht nach. Oh, der hat gut gefressen an der Tür. Schöner Headshot von mir. Ich lade erst nach. Oh, über mir ist einer. Ich habe die Bombe. Ich werde ihn jetzt da wegholen von rechts. Und dann die Bombe legen. Auch kein Headshot. So, dann werden wir uns mal ein bisschen verziehen. Ist nur noch einer gegen zwei. Bleiben hier oben. Hier oben wurde auch das einiges natürlich geändert. Natürlich wurde erstmal der Bombenplatz hier entfernt, das haben wir schon gemerkt. Aber man kann sich ja auch nicht mehr großartig verstecken wie damals in den anderen Spielen. Hier ist noch der einzige Platz hinter den Kisten, auf die ich gezeigt habe, wo man sich noch gut hinstellen könnte. Aber man kann auch durch die Kisten sehr gut schießen. Also es ist nicht mehr so wie in 1.6 oder Source, whatever, wo da oben eigentlich alles gut belegt war. Und man überall eigentlich sehr gut sich verstecken konnte. Das sehen wir halt auch auf jeder Map, dass überall ein bisschen das ganze Drumherum ein bisschen verschwunden ist. Nicht meiner. Und die Symbole auf der Map sehen wir, also auf der Minimap, wir sehen auch, dass das ebenfalls ein bisschen geändert wurde. Gut, die AE war jetzt nicht so sinnvoll, weil... ich dachte schon. War jetzt nicht allzu sinnvoll, weil wir... Ich glaube, dass kein Gegner freiwillig in der Molotow stehen würde. Wir haben noch zwei left. Okay, der eine steht hier. I am planning the bomb.
Kann sein, dass natürlich einer noch auf A ist. Einer war noch hier. Ich glaube, der ist nicht tot. Einer hat mich auch gesehen. Na gut, soll er mich ruhig gesehen haben. Es fehlen aber noch zwei, also. Einer. Der zweite war... Oh, guckt euch das mal an. Ah, Leute. Das ist so die Gewohnheit, ne? Also in 1.6 ist das eben wirklich draufhalten einfach, ja. Da hält man einfach drauf und alles ist hinüber. Und ich muss mir immer noch ein Buy-Script hier mal machen. Das mache ich aber irgendwie nie. Ich spiele auch echt nicht viel, deswegen vergesse ich das auch selber dann immer. Aber dass man so wirklich mit dem Dauerfeuer gar nichts mehr trifft, ne? Auch nach so kurzer Zeit, der ist halt schon herbe. So, auch hier werfen wir mal direkt die... Ach, wir haben eine Köhlergranate. Ja. Gar kein Molotow. Stimmt, ja. Auch wir zu langsam, waren sogar noch drauf, aber konnten da nichts mehr machen. Das war natürlich der erhebliche Vorteil. Das wäre natürlich mit einer Molotow-Cocktail, die, wo ich dachte, ich hätte den eigentlich, wäre das natürlich besser gegangen. Da hätte ich natürlich oben dann kurze Zeit gewinnen können, was auch wirklich ganz nett ist. Also die Molotow-Cocktail, komm schieß. Ja. Die Molotow-Cocktail ist auf jeden Fall taktisch wertvoll. Aber da hätte man ihn wirklich jetzt gut im Zeit oben gewinnen können. So, wir nehmen jetzt mal wieder eine andere Waffe. Nehmen wir uns mal wieder die P90. So, diesmal mit dem Molotow-Cocktail. Alles andere kaufen wir uns auch ein. Wir gehen wieder unten lang. Da spawnen wir ja schon. Sollte man natürlich auch immer den kürzeren Weg dann eigentlich wählen, um den Gegner gut auch zu überraschen zu können. Damit man ihn eben zuvorkommt. Und auch hier könnten wir jetzt mit dem Molotow-Cocktail, wenn wir auch einigermaßen treffen, könnten den das natürlich hier oben hinwerfen und direkt da oben jetzt Zeit gewinnen. Da wird freiwillig jetzt natürlich jetzt keiner hinlaufen. Ach, da! Ist doch unmöglich, ne? Leute, wer campt denn da bitte? Haben wir ein Tour und Tour noch? Oh, den hat er nicht erwischt. Jetzt gefährlich, da so drum zu hocken, ist natürlich ganz schlecht. Komm, verkriech dich. Geh nach unten am besten. Da sieht man immer noch diesen schimmernden Warlock. Oh, da hat er nochmal kassiert. Das muss er eigentlich schnell nachkommen. Oh Gott, was war das? Also ich treffe gar nichts mit Dauerfeuer und er trifft auf die Entfernung sogar jemanden. Das war der, der da gecampt hat. Höchstwahrscheinlich campt er da schon wieder, weil er... Ah ne, oh, er ist da unten. Werf. Ach Junge, macht doch kein... Ach, ist ja noch schlimmer als ich. Und ja, es heißt Wirf. So, so muss das sein, ja. Kein Dauerfeuer. Das ist gut, ja. Kurze Feuerstöße. Schön faden. Faden. Ja, immer hin und her. Ja, ich würde das gerne eigentlich nochmal haben. Eigentlich war das ja ganz in Ordnung, aber dann wieder wurde ich wieder überrascht. Auch das war gar nicht mal so schlecht. Wir können aber auch erstmal nur eine Flashbang werfen, damit warten wir mal ein bisschen. Oh! Gut, da habe ich ihm einen Headshot gegeben. Wir haben aber ordentlich gelitten. Jetzt können wir... Oh Gott, ey. Das ist nicht gut. Also, in solchen Feuergefechten treffe ich einfach nichts.
Da fehlt mir jetzt einfach wirklich das die Übung. Und da können wir den Bot noch steuern. So, ich denke mal, dann können wir, obwohl es fehlen ja noch zwei. Ach, wo war der denn schon wieder? Na gut, wir nehmen nochmal diese Runde jetzt zu Ende auf und ich denke mal, das war es dann auch wieder für eine schöne Runde. Counter-Strike, ganze 30 Runden ist natürlich zu viel für ein Video. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, erst recht da die hier auch nicht dumm rumlaufen. Und schreibt mir mal Feedback, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt auch mal ein bisschen was zu Counter-Strike hier rein. Gibt immer sehr wenig Feedback zu Counter-Strike, weswegen ich aber da nicht so viele Videos mache. Und ja. Counter-Terrorists haben gewonnen. Und damit verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.